Party ist zu Ende. Schafft der Schweizer Finanzplatz den Aufbruch? Der Ecotalk mit Reto Lipp. Herzlich willkommen. Die goldenen Zeiten in der Schweizer Vermögensverwaltung sind vorbei. Das haben wir gerade in der Eco-Sendung gesehen. Heute hat das Private Banking ein massives Kostenproblem. Ein Drittel der Privatbanken ist verschwunden in den letzten Jahren. Wir wollen hier im Eco-Talk über die Zukunft sprechen. Wie muss sich der Schweizer Finanzplatz ändern, um sich auch künftig noch behaupten zu können? Das diskutiere ich mit meinen drei Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Telesklav. Sie sind Chef der Liechtensteiner Geldwäschereistelle. Zudem präsentieren Sie den Europäischen Expertenausschuss für Geldwäscherei Moneyval. Und Sie waren der erste Vorsitzende der Geldwäschereistelle in der Schweiz, M. Ross. Dann darf ich herzlich begrüßen Stefan Leins. Sie sind Ethnologe an der Universität Zürich und Sie forschen zum Thema Finanzplatz und Banker. Sie haben aus Forschungszwecken 2 Jahre bei einer Schweizer Grossbank gearbeitet und wissen jetzt alles über Banker. Dann darf ich begrüßen Stefan Swahn. Sie sind Chef der Zürcher Privatbank Mäki Baumann. Mit 70 Angestellten verwalten Sie etwa 7,7 Milliarden Franken an Vermögen. Wir haben Sie vorher schon gesehen in der Eco-Sendung. Wir waren ja Gast bei Ihnen und haben dort die Moderationen aufgezeichnet. Herzlich willkommen auch Ihnen. Ja, gerade haben wir ja den Spielfilm gesehen im Vorfeld der Sendung heute Abend und gestern Abend. Sie alle haben ihn gesehen. Ganz kurz zum Einstieg, das war ja ein Spielfilm, muss in dem Sie nicht unbedingt real sein, aber Herr Telesklav, wie viel Realität steckt in diesem Film? Also ich glaube, er zeigt die Problematik gut auf, er ist überspitzt, es wird dramatisiert, das ist normal für einen Spielfilm, aber ich glaube, vor allem dieser Konflikt zwischen Compliance Officer und Kundenbetreuer, der ist gut aufgezeigt. Herr Leins, wenn Sie jetzt irgendwo den Film positionieren müssen zwischen 0 und 10, 0 wäre total unrealistisch, 10 total realistisch, wo würden Sie ihn ansiedeln? Ja gut, ich würde ihn, glaube ich, so schon bei 8 sicher einstufen. Einfach aus dem Grund, dass es natürlich eine zugespitzte Geschichte ist, aber es sind ja alles Fälle, die man schon auch kennt. Also da muss man jetzt nicht ein Insider sein, da, wenn man in die Medien guckt, solche Fälle gab es tatsächlich im Schweizer Banking in den letzten Jahren immer wieder. Also doch relativ realistisch. Jetzt wollen wir natürlich von Ihnen wissen, jetzt waren Sie sind Chef einer Privatbank und wenn man so von der Größe her vergleicht, ähnlich groß wie der Banker im Film auch die Privatbank war. Wie haben Sie das gefunden? Wie realistisch war das? Ich habe das vor allem betrachtet aus der Sicht einer kleineren Privatbank. Und ich kann Ihnen also versichern, dass der normale Bankenalltag wesentlich normaler ist und weniger spektakulär als in diesem Film dargestellt. Der Film ist eine Fiktion und er hat wenig zu tun mit den heutigen Realitäten im Schweizer Private Banking. Gut, wir wollen ja gerade einen kleinen Realitätscheck noch machen anhand von 2 Szenen aus dem Film. Die erste Szene möchten wir jetzt einspielen. Und zwar ist es eine Szene, wo der Kundenberater versucht, einen reichen Kunden, einen Dänen, an Land zu ziehen, quasi zu akquirieren. Und da spielt sich dann folgender Dialog ab. Für ganz besondere Kunden lassen sich immer noch Mittel und Wege finden. Wie wollen Sie das bitte anstellen? Sie machen Geschäfte in der ganzen Welt. Ja, und? Wir könnten eine Zweigniederlassung Ihres Unternehmens als Holding nutzen und Sie dorthin verlegen. Wir könnten Ihren Wohnsitz in ein anderes Land verlegen. In irgendeines, das keinen Informationsaustausch hat mit der Schweiz. Wo ist ein Beispiel? Irgendwo, wo man das Wasser nicht trinken kann. Das Schweizer Bankgeheimnis ist doch tot. Das ist Politik. Es gibt immer Schlupflöcher. Herr Zwahn, das ist alles nur Politik. Es gibt immer noch Schlupflöcher. Würden Sie das auch so sagen? Schauen Sie, in dieser Sequenz wird suggeriert, dass die Banken oder Bankkundenberater ein Interesse haben, die geltenden Rechtsordnungen und Weisungen zu hintergehen. Und das ist in der Realität einfach nicht so. Ich kann das aufzeigen am Beispiel unserer Bank. Wir haben einen Verwaltungsrat, der setzt sich zur Mehrheit aus unabhängigen Mitgliedern zusammen. Die Verantwortlichkeiten der Verwaltungsräte sind sehr weitreichend. Und wer will die Reputation, die er selber hat, aufs Spiel setzen? Unsere Geschäftsleitung ist sehr jung. Wir sind alle Anfang 40. Wir müssen Gewähr bieten für eine gute Geschäftsführung. Wenn wir diese verlieren,
bekommen wir ein Berufsverbot der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Und dasselbe gilt für die Kundenberater. Verliert heute ein Kundenberater seine Stelle, hat er größte Mühe, sich wieder zu etablieren. Und tut man das wirklich, um ein paar Franken mehr Bonus zu erhalten? Ich stelle das in Frage. Eben, Sie sind noch so jung, Sie möchten ja noch ein bisschen im Geschäft bleiben. Aber jetzt, Herr Telesklav, trotzdem also noch mal die Frage nach den Schlupflöchern. Die gibt es doch wirklich immer noch, wenn ich so an die Paradise Papers denke, an die Karibik, an Delaware auch in den USA. Da gibt es doch all die Schlupflöcher für die Superreichen immer noch. Ich bin halt schon ein bisschen älter, ich blicke auf etwas mehr noch zurück. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Geldwäscherei immer noch ein sehr lukratives Geschäft ist. Wir sprechen hier von Margen von 20-30%. Also Sie sprechen jetzt von Geldwäscherei, nicht unbedingt von Steuerhinterziehung oder auch? Das Verwalten von hinterzogenen, von Geldern, die nicht versteuert sind, ist in vielen Ländern Geldwäscherei und unterdessen auch in der Schweiz. Da macht man keinen Unterschied mehr, ob das Gelder aus Steuerdelikten sind oder aus Drogendelikten. Und das ist die Realität. Aber weil das so ist, wird es immer einen Anreiz geben, diese Regeln zu umgehen. Also die Herausforderung, das Risiko hat sich nicht verändert. Ich bin mit Ihnen einig, die Abwehrmaßnahmen sind besser geworden, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es nicht mehr vorkommen kann. Aber Herr Leins, jetzt haben wir doch diesen automatischen Informationsaustausch, der beginnt im 1. Januar für die Schweiz, also eine ganz neue Ära. Das Bankgeheimnis für ausländische Kunden ist tot. Wirklich ein Paradigmenwechsel oder ist es gar keine so große Änderung? Naja, ich weiß nicht, ob wir wirklich bereits jetzt von einem Paradigmenwechsel sprechen können. Das Problem ist der automatische Informationsaustausch. Ja, der kommt natürlich, aber der kommt nicht automatisch mit allen Ländern. Da sind immer noch viele Länder dabei, die auch in der Vergangenheit und sicher auch in der Gegenwart lukrative Märkte waren für Schweizer Banken, die jetzt da noch nicht quasi in diesem System drin sind. Es stellt sich auch die Frage, wenn man jetzt gerade an den globalen Süden denkt, haben die Länder dann überhaupt die Möglichkeit, Rechtshilfeverfahren zu stellen? Sind die auch genug unabhängig oder gibt es da eine politische Elite, die das mitkontrolliert? Also ich glaube, da sind viele Fragen offen. Ich möchte nicht sagen, dass das nichts ändert. Das wird auf jeden Fall irgendwas ändern. Aber ob wir jetzt wirklich schon von einem Paradigmenwechsel sprechen können, da bin ich mir jetzt noch unsicher. Herr Zwan, vielleicht doch noch mal zur Erklärung. Viele Leute sprechen immer über diesen automatischen Informationsaustausch, aber man weiß gar nicht, wie der wirklich konkret abläuft. Sie sind jetzt ein Bankchef, Sie wissen das. Ab 2018, Sie haben zum Beispiel europäische Kunden, vor allem bei Ihnen deutsche Kunden. Also ein deutscher Kunde, was machen Sie jetzt mit den Daten des deutschen Kunden 2018? Wie läuft das konkret ab? Die Daten werden gesammelt und werden an die Eidgenössische Steuerverwaltung in Bern übersandt. Und diese übersandt die Daten dann nach Deutschland an die Steuerbehörden. Und wenn Sie mir erlauben, möchte ich noch kurz auf Herrn Leins eingehen. Der Paradigmenwechsel, der hat selbstverständlich begonnen, und zwar vor etwa 10 Jahren. Und es ist sehr viel passiert in unserer Branche. Man hat die Kunden begleitet in den letzten Jahren in die Selbstanzeige. Das gilt fürs Ausland, das gilt aber auch in die Schweiz. Es sind gerade mit Blick auf diesen automatischen Informationsaustausch die unversteuerten Gelder weitestgehend verschwunden aus dem schweizerischen, aber auch aus dem europäischen Bankenmarkt. Weit über 100 Länder haben dieses Abkommen unterzeichnet, darunter alle G20-Länder und auch die OECD-Länder. Also ich glaube, es greift deutlich zu kurz, wenn man sagt, der Paradigmenwechsel beginnt erst. Er war massiv und er war kostspielig und er hat ein echtes Umdenken stattgefunden in unserer Branche. Und auch die Kulturen innerhalb der Privatbanken haben sich deutlich verändert. Aber ist es nicht so, dass wir jetzt genau mit diesen ganzen Leaks von Panama Papers über Paradise Papers genau sehen, dass es natürlich weiterhin Möglichkeiten gibt, eben solche Reportings quasi zu umschiffen. Also indem man es halt dann nicht mehr einfach über die Schweiz laufen lässt, sondern eben genau mit komplexen Offshore-Strukturen quasi dann trotzdem vermeiden kann. Schauen Sie, Schlupflöcher gibt es in jedem Steuersystem. Aber für das haben wir ja zum einen die Gesetzgeber, die Schlupflöcher, die nicht gewollt sind, ausmerzen, indem sie die Gesetze anpassen. Und dort, wo es um illegale Machenschaften geht, haben wir Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, die einen Riegel schieben. Der Schweizer Finanzplatz, und das ist die Nummer 1 im grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsgeschäft weltweit, hat kein Interesse daran, mit einzelnen unsauberen Geschäften die Reputation des ganzen Finanzplatzes zu riskieren. Also ein klares Wort, aber Herr Telesklav, es gibt ja natürlich eben diese Schlupflöcher, diese
Inseln und auch Delaware immer noch. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir einen Abfluss gehabt haben bei den Privatbanken. 46 Milliarden laut KPMG-Studie sind abgeflossen. Wohin sind die Gelder geflossen? Sind die jetzt alle in die Heimatländer der Kunden geflossen? Die haben das Geld dann alles regularisiert? Oder ist ein großer Teil dieser Gelder jetzt irgendwo in diese Steuerparadiese geflossen? Also genaue Zahlen hat wahrscheinlich niemand. Ich weiß nicht, ob es die Banken selber wissen, aber man kann davon ausgehen, dass ein Teil, wie man so schön sagt, regularisiert wurde. Also die Leute haben ihre Steuern nachbezahlt und dann ist vielleicht ein Teil geblieben und ein Teil ist gegangen. Dann haben wir einen Teil, der sich entzogen hat, diesem Regulatorium. Das ist völlig klar und das ist nicht eine Schuld der Banken. Ich glaube, da hat man wirklich einiges gemacht, dass das nicht im eigenen Interesse, damit das nicht stattfindet. Aber das ist auch eine Realität. Die sind wahrscheinlich gar nicht so weit gegangen. Also nach unserer Erkenntnis sind die eher in Europa geblieben, als so weit wegzugehen. Nun gut, es gibt in Europa eine Reihe von etablierten Finanzzentren, die sich ja den gleichen Herausforderungen stellen und die zum Teil noch nicht so weit sind wie wir. Die noch ein bisschen lockerer sind. Und dann sagen viele Leute immer, ja, ganz schlimm ist Delaware, ganz schlimm die USA. Die haben uns quasi gezwungen, das Bankgeheimnis aufzugeben. Und sie selbst sind die größten Heuchler. Sie haben selbst die größten Möglichkeiten, um anonym dort Geld anzulegen. Was sagen Sie diesen Leuten, die das sagen? Also ich habe in 25 Jahren Geldwäscherei bekämpft und viele Fälle gesehen, noch keiner, wo Delaware wirklich im Zentrum des Interesses steht. Delaware ist bekannt für eine sehr einfache und schnelle Gründung von Gesellschaften ohne Kontrollen und ohne Nachfragen. Für diesen Zweck ist es gut. Und mein Geld bringe ich allerdings nicht nach Delaware. Ich will nicht in der Nähe des amerikanischen Justizministeriums sein, wenn ich etwas zu verstecken habe. Das ist ein gutes Stichwort, amerikanisches Justizministerium, weil Sie hatten ja von der Bank auch mal Probleme mit den US-Steuerbehörden. Sagen Sie uns noch mal, was ist da genau passiert? Was hat man Ihnen dann vorgeworfen? Was mussten Sie dann bezahlen? Ja gut, es ist ja bekannt, eine Großbank ist ins Visier geraten der USA. Und das hat dann einen Prozess ausgelöst, der darin gemündet hat, dass weite Teile der schweizerischen Bankbranche für die Vergangenheit Buße tun mussten, sehr, sehr aufwendig ihre Kundenbasis aufbereiten mussten. Weil man muss ja noch sagen, Sie waren ja nie in den USA tätig, selbst. Als Nein, Bank. Wir waren... So eine kleine Bank. Ja, richtig. Sie waren nicht irgendwo in Florida tätig oder so. Nein, wir haben auch amerikanische Kunden gehabt bis 2009. Als wir gesehen haben, dass die USA den schweizerischen Finanzplatz ins Visier nimmt, haben wir das gesamte Geschäft geschlossen, weil wir zum Schluss gekommen sind, es wäre zu aufwendig und zu kostspielig, um dieses Geschäft sauber zu betreiben. Wir sind dann Kategorie 2 Bank gewesen. Es gab ein Steuerprogramm zwischen der Schweiz und den USA und haben trotzdem für die Vergangenheit eine sehr hohe Buße entrichten müssen. 24 Millionen. Richtig. Das hat Sie geschmerzt, nehme ich jetzt an. Das hat sehr geschmerzt. Vor allem war auch ärgerlich, dass wir das Geschäft in der Vergangenheit aus der Schweiz heraus betrieben haben. Und das in Einklang mit der schweizerischen Rechtsordnung, dass die Zeit geändert hat, dass die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Das steht außer Diskussion. Aber die Buße, die wurde bezahlt für das, was man in der Vergangenheit getan hat. Und wir haben, wie gesagt, 2009 einen Schnitt gemacht und das Geschäft gar nicht mehr betrieben. Trotzdem mussten wir viele Jahre später dann eine erhebliche Buße zahlen. Und wie sind die auf die 24 Millionen gekommen? Das war eine Bußenformel mit Stichtag August 2008. Das war für uns sehr unglücklich, weil wir eben 2009 abgebaut haben und anschließend auch keine Erträge mehr erwirtschaftet haben mit amerikanischen Kunden. Vielleicht noch eine spannende Frage, weil es gibt jetzt auch so Diskussionen auf dem Finanzplatz. Wir waren zu vorschnell, wir haben zu vorschnell bezahlt, weil es sind zwei Banker freigesprochen worden, zwei Schweizer Banker, unter anderem der Chef der Vermögensverwaltung der UBS in einem Prozess in den USA und der zweite Banker auch genau mit dem Argument, das Herr Zwalnitz gemacht hat, die haben sich eigentlich an das Schweizer Recht gehalten. Man kann ihnen das nicht vorwerfen, was sie da getan haben. Hat der Schweizer Finanzplatz, haben die Banken zu schnell bezahlt? Sind die zu schnell eingeknickt? Nein, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eine individuelle Strafbarkeit, die in einem rechtsstaatlichen Verfahren, das hat bewiesen, in den USA herrscht ein rechtsstaatliches Verfahren, wo Leute auch gegen die mächtigen Behörden freigesprochen werden. Und das andere ist die Frage der Verantwortlichkeit der Bank. Und eine Bank, die 2008, also ein Jahr nach UBS, noch amerikanische Kunden hatte und betreut hat und damit verdient hat, die musste einen Großteil dieses Gewinns, den sie erzielt hat, damit und noch eine Buße dazu wieder abliefern. Mhm.
Herr Leins, wir haben vom Paradigmenwechsel gesprochen. Das muss ja aber zunächst einmal auch in den Köpfen beginnen. Es braucht einen Kulturwandel. Ist der Kulturwandel da? Also wenn wir noch einmal an den Film denken, an den Kundenberater da. Denken Kundenberater heute anders als der Mann im Film? Also da muss ich zuerst sagen, dass ich jetzt zu wenig quasi nahe an den Kundenberaterinnen und Kundenberatern jetzt im Moment dran wäre, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Aber ich kann vielleicht ein bisschen historisch ausholen. Was sicher wichtig ist zu sehen, ist, also wir hatten 100 Jahre Bankgeheimnis als rechtlicher Code, 1934 bis 2014, also diese 100 Jahre war das Bankgeheimnis quasi rechtlich verankert. Was aber spannend ist zu sehen, ist, dass quasi die Praxis der Geheimhaltung im Schweizer Bankenwesen, die gab es schon viel länger. Also es gibt zum Beispiel schöne historische Quellen Ende 19. Jahrhundert, da werden wirklich also Bankiers, Schweizer Bankiers aus im französischen Raum zum Beispiel, deutschem Raum, zurückgepfiffen von Diplomaten, wo man sagt, hey, ihr geht viel zu aggressiv auf die Leute los mit der Argumentation, hey, bringt euer Geld in die Schweiz. Und also, was ich damit sagen will, ist quasi, dass diese Geheimhaltung als kulturelle Praxis, die gab es eben schon vor 1934 und jetzt bleibt zu sehen, gibt es da einfach quasi einen klaren Schnitt oder wird es eben diese Geheimhaltungspraktik als kulturelle Praxis weiterhin bestehen bleiben? Also man kann auch sagen, das sieht als eine sehr, sehr lange Geschichte. Man kann nicht einfach jetzt so zack den Knopf umdrehen und alles ist anders. Es ist ja schon einfach wirklich so, dass das halt, also wenn man sich jetzt die Geschichte und die Geschichten anschaut, ist es schon so, dass das halt für lange Zeit jetzt quasi ein unique selling point der Schweizer Banken war. Und da braucht es schon sehr viel, um dann quasi eben diesen Kulturwandel quasi hinzukriegen zu anderen Geschäftspraktiken. Für einen sauberen Finanzplatz steht eben der automatische Informationsaustausch. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Da kommen wir noch mal zurück zum Film. Weil die Banken haben in den letzten Jahren massiv aufgestockt ihre Compliance-Abteilung. Compliance heißt, die Leute dort müssen schauen, dass alles nach den Gesetzen und nach den Regeln auch durchgeführt wird. Und da gibt es auch eine interessante Szene im Film. Da trifft also der Kundenberater auf der Treppe auf die Frau, die nun die Compliance macht in der Bank, und da entspinnt sich zwischen diesen beiden folgender Dialog. Bitte schön. Voilà. Es klebt die Formular A. Identifikation des Vertragspartners, Feststellung des... Wo ist dann der DNA angemeldet, wenn nicht in Dänemark? Alle anderen Dokumente folgen ASAP. Dann komm wieder, wenn du es hast. Ich brauche das Greenlight und zwar so schnell wie möglich. Der Kunde kann nicht warten. Bevor ich dir irgendein Clearing gebe für einen neuen Account, brauche ich eine absolut vollständige Deklaration. Okay, und ich brauche den Kunden, die Bank braucht das Geschäft, du findest eine Lösung. Für das gibt es nicht einfach eine Lösung. Für das gibt es Vorschriften. Meinst du, was passiert, wenn ich denen von der GL sage, dass du mein Geschäft unmöglich machst? Du sollst uns helfen, nicht das Business verhindern. Herr Zwahlen, Compliance Officer als Business-Verhinderer, passiert das auch in Ihrer Bank, dass es da zu einem offenen Konflikt kommt, so wie da auf der Treppe? Nein, nicht in dieser Form. Ich meine, der Compliance Officer hat zwei verschiedene Funktionen. Das eine ist die Kontrollfunktion. Und in dieser Funktion wird oftmals eben auch eingefordert, dass man weitere Informationen über den Kunden einholt, weitere Formulare, Verträge und so weiter. Aber das andere ist auch eine Schutzfunktion für die Bank und für den einzelnen Kundenberater. Und nach meiner Erfahrung ist Compliance zum integralen Bestandteil geworden bei der Führung einer Bank, aber auch im Rahmen der Kundenbetreuung. Und ich glaube, der beste Tatbeweis, dass wir das auch leben, ist, dass unser langjähriger General Counsel und Chef des Rechtsdienstes und der Compliance heute unser Leiter Private Banking ist. Weil wir einfach gesehen haben, diese rechtlichen Fragen, die sind allgegenwärtig in der Betreuung der Kunden. Ja, ich war selber Compliance Officer an einer Zeit, wo das sicher noch sehr realistisch war, diese Konfliktsituationen. So wie es im Film war. Genauso, noch viel schlimmer. Mhm. Das hat sich verändert, zum Guten, aber ich glaube, was im Film ein schönes Bild war, ist, die Compliance Officer kommt mit dem Velo zur Arbeit und der Kundenbetreuer mit dem Porsche. Auch das mag etwas überzeichnet sein, aber wenn Sie heute Entschädigungssysteme
anschauen, dann ist halt Volumen immer noch sehr viel mehr gewertet als zum Beispiel Einhaltung der Vorschriften. Und hier, das ist eine Frage, die die Kultur beeinflussen kann, ist auch die Wertschätzung dafür. Und da muss die Message von der Spitze kommen. Das ist schön, wenn das bei Ihnen klappt und als Teil der Kultur angesehen wird. Aber da sind wir noch bei vielen Instituten noch lange nicht so weit. Ja, also ich habe das ähnlich erlebt oder erlebe das immer noch im Gespräch mit Leuten aus der Bankenbranche. Es ist natürlich ein leicht feindliches Verhältnis oft, wenn man so will. Ich finde das aber in dem Sinne auch nicht absolut verwerflich, weil es ist ja auch ganz logisch, dass natürlich der Kundenberater oder Kundenberaterin, dessen Aufgabe ist es ja natürlich, also möglichst viele Kundengelder zu akquirieren. Das ist noch nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist, wie der Herr Telesklav jetzt ausgeführt hat, also eben einfach in der Struktur, also quasi wie ernst werden diese Leute genommen, was haben sie überhaupt für Mittel, quasi dann intern das Recht auch durchzusetzen. Das mag bei Ihrer Bank jetzt sehr gut funktionieren, ist aber sicher nicht überall gleich so. Also ich würde da gerne einhaken. Ich bin gut vernetzt in der Bankenbranche, tausche mich regelmäßig aus, auch mit anderen CEOs von Bankinstituten. Und die Compliance ist auch bei der Entlohnung der Mitarbeiter ein wesentliches Element. Die meisten Kundenberater haben heute Zielvereinbarungen. Dort sind selbstverständlich Neugeldziele drin, dort sind Rentabilitätsziele drin, aber dort sind auch Compliance-Ziele drin. In unserem Fall ist es so, dass etwa ein Drittel der Ziele, die ein Kundenberater hat, mit Compliance in Verbindung stehen. Und dort haben wir eine Nulltoleranz. Wenn es dort Verfehlungen gibt, merkt das auch der einzelne Kundenberater. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist die Anzahl Compliance Officer. Die Bank im Film verwaltet ja auch etwa 8 Milliarden. Gleich viel wie Sie? Gleich viel wie wir. Und die hat nur eine? Genau, und wir haben eine sehr erfahrene Anwältin, die als Compliance Officerin fungiert. Und sie führt ein Team von 7 Mitarbeitenden. 7 Mitarbeiter von 70 Mitarbeitern arbeiten bei uns in der Compliance. Das sind übrigens doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Herr Telesklav, ist er jetzt einfach ein besonders gutes Beispiel? Er sagt, ein Drittel des Gehalts quasi hängt auch von der Compliance-Einhaltung ab. Ist das jetzt besonders lobenswert? Ist das der Durchschnitt des Schweizer Finanzplatzes oder wie sehen Sie das? Ich glaube, das dürfte über dem Durchschnitt sein. Das ist lobenswert, das ist richtig. Ich glaube, es kommt dann auch noch sehr auf die Frage davon, an wen rapportiert der Compliance-Officer. Das ist für mich auch entscheidend. Da sehen wir zum Teil Fehler in einigen Finanzinstituten, übrigens nicht nur in Banken. Hat zum Beispiel der Verwaltungsrat die Möglichkeit, direkt ohne die Geschäftsleitung ein Gespräch zu führen? Was ist die Schutz für einen Compliance Officer? Hat er einen Kündigungsschutz zum Beispiel, wenn er Missstände zutage bringt? Also ich glaube, man kann noch einiges erreichen, eine Stärkung herbeizuführen. Der Compliance Officer ist heute die Lebensversicherung des CEOs. Wir haben einen Schweizer CEO, der in Singapur im Gefängnis sitzt, wegen Geldwäscherei. Und ich glaube, es wird der Skandal um den malaysischen Staat. Genau, oder? Da ist vieles schiefgegangen. Und ich glaube, zunehmend wird verstanden, dass ich heute als Mitglied des Verwaltungsrates oder als CEO ist wahrscheinlich mein wichtigster Mann oder meine wichtigste Frau. Spielt aber auch eine Rolle die Vorgaben, die man dem Kundenberater gibt. Weil im Film sagt er ja auch, und ich glaube, das war in den letzten Jahren doch typisch, er sagt, wir strampeln uns ab, wir müssen Geld reinbringen für die Bank eigentlich. Und dann, wenn etwas schief geht, dann will die Geschäftsleitung von nichts gewusst haben. Das haben wir auch gesehen, solche Fälle. Man hat einfach die Schuld dem Kundenberater weitergeschoben und dann allein in der Spitze, wir wussten von nichts. Ja, ich meine, ich glaube, da sind wir bei der Frage der Verantwortung, oder? Die in Finanzmärkten einfach sehr eine komplexe Frage ist. Also, wer trägt denn Verantwortung, wenn es gut läuft, aber auch wenn es schief läuft? Und ich glaube, da gibt es viele so Spiele in den letzten Jahren. Das mag sich jetzt ein bisschen ändern, aber gerade so in den ersten großen Skandalen von Schweizer Banken war es eigentlich immer das gleiche Spiel, dass man eben quasi, man hat die Schuld individualisiert. Es gab quasi eine Person, die sich nicht an Regeln gehalten hat, wenn man aber ein bisschen geschaut hat, was dann im Kontext überhaupt, also so ein bisschen diskutiert wurde, dann war es eben nicht so, dass es quasi einzelne Personen da ein Fehlverhalten eigentlich an den Tag legten, sondern dass das dann durchaus gewollt war. Also Fall Adoboli war ein typischer Fall, wo quasi die Leute quasi im Team alle gesagt haben, nein, das war quasi unser Star. Sprechen wir noch über das Kostenproblem, das auch wichtig ist. Und im Film wird irgendwie mal gesagt,
Kann man eigentlich nur mit sauberen Vermögen profitabel sein? Geht das überhaupt? Und wenn man jetzt so die Kostenstruktur im Private Banking ansieht, dann sieht man, dass die Kosten hoch sind, die Erträge sind runtergegangen, viele Privatbanken strampeln und haben Probleme. Kann man nur mit sauberen Geldern sehr profitabel sein und auch in die Zukunft erfolgreich wirtschaften? Ich bin überzeugt, dass man mit versteuertem Geld solide Gewinne erwirtschaften kann. Und es gibt auch genügend Beispiele auf dem schweizerischen Finanzplatz, die das unterstreichen. Allerdings will ich nicht wegdiskutieren, dass die Banken eine sehr große Herausforderung haben im Moment, weil es passieren zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen ist der Wettbewerb intensiver geworden. Das hat einen Margenzerfall zur Folge gehabt. Und zum anderen ist die Dienstleistungserbringung komplexer geworden. Und sie ist vor allem deshalb komplexer geworden, weil wir mehr Regulierung haben. Mehr aber Compliance Officers. Unter anderem, aber auch, weil wir heute das Private Banking in Einklang mit dem ausländischen Aufsichtsrecht, in Einklang mit den steuerlichen, regulatorischen Gegebenheiten des jeweiligen Kundendomiziellandes erbringen müssen. Das heißt, Komplexität hat sich vergrößert, proportional zur Anzahl Kundendomizile, die eine Bank bedient. Darum haben Sie sich auch aus gewissen Märkten ja zurückgezogen, auch weil sich die Situation ändern kann. Jetzt sprechen wir wieder über Saudi-Arabien, oder? Da ist jetzt irgend so ein Machtkampf im Gang. Da sind gewisse reiche Leute in einem Hotel quasi so halb gefangen gehalten und die haben unter Umständen auch wieder Geld in der Schweiz und die sind plötzlich eigentlich dort nicht mehr so attraktiv oder nicht mehr so gut angesehen wegen den politischen Umwälzungen. Da gibt es eben in solchen Märkten schon große Risiken, oder? Da könnte jetzt auch wieder was auf den Finanzplatz zukommen. Ich meine, aus unserer Optik ist natürlich vor allem Europa, die Schweiz und Deutschland im Vordergrund. Deshalb fühle ich mich jetzt da nicht unbedingt genügend belangt. Was haben Sie dazu, Saudi-Arabien, ist das der nächste Fall, der irgendwie platzt? Ja, es wird immer Fälle geben, die platzen. Das gehört auch dazu. Also ich glaube, die Erwartungshaltung kann nicht sein, dass der Finanzplatz plötzlich sauber ist. Also das sind, aber es gibt viele Leute, die eine solche Erwartungshaltung haben. Die haben jetzt gesagt, automatisch Informationsaustausch, ja, jetzt ist alles gut. Nein, das stimmt nicht und das wäre nicht falsch. Und wenn man von dem ausgeht, fällt man dann umso tiefer, wenn die Erwartungen so hoch sind. Also wie jedes Geschäft hat auch Finanzdienstleistungen seine inhärenten Risiken. Wir müssen einfach genug tun, um die vernünftigerweise zu mindern. Ich glaube, die Korruptionsrisiken, die im Fall Saudi-Arabien jetzt vorangehen, sind wahrscheinlich die am schwierigsten zu managen sind. Also wer sich entscheidet, in Ländern eine Geschäftstätigkeit zu haben, wo sie hohe Korruptionsrisiken haben, der muss einfach auch mehr investieren darin, um diese Risiken zu verhindern. Weil auch hier ist der Film eigentlich recht realistisch, insofern, als es da auch um Korruptionsgelder geht. Da geht es um Südafrika und so. Also solche Länder wird es immer geben. Ich wollte noch die Frage stellen an Herrn Leins. Sie haben vorhin auch gesagt, ja, es gibt ja jetzt diesen automatischen Informationsaustausch, demnächst übrigens 2019 auch noch mit anderen Ländern, also mit Ländern wie zum Beispiel China, Russland, Saudi-Arabien. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, sollen wir wirklich Bankdaten von Kunden mit solchen Regimes teilen, die weder ein wirkliches Rechtssystem haben, so wie wir das haben möchten, viele Regimes, die korruptionsanfällig sind und so weiter. Ist es wirklich gut, dass wir nun Daten von Kunden herausgeben an solche Länder? Ja, ich meine, die Frage natürlich nach dieser Privatsphäre im finanziellen, aber auch in ganz anderen Belangen, die ist natürlich schon berechtigt. Und ich habe diese Diskussion immer wieder mal. Und wenn ich mit einer Kundenberaterin oder Kundenberater spreche, die mir dann Geschichten erzählen, eben genau, dass quasi, wenn die Daten da mal raus ist, dann kann das natürlich ein Risiko auch bergen. Und es ist sicher auch so, dass die Schweiz natürlich unter anderem auch deshalb gewählt wird für die Datensicherheit, oder? Und ich finde das eine legitime Frage. Müssen wir diesen Informationsaustausch mit allen Staaten haben? Aber hier würde ich mir wirklich einfach ein bisschen mehr proaktives Agieren wünschen seitens der Branche. Da könnte man ja quasi zusammen am Tisch sitzen, aber das passiert halt, soweit ich weiß, viel zu wenig, oder? Man hat das Vertrauen natürlich verspielt, weil diese Data Privacy halt oft, das wissen wir von Fällen, dazu genutzt wurde, eben nicht quasi einfach nur um die Privatsphäre zu schützen, sondern eben quasi das System in dem Sinne auszunutzen, Gelder abzuziehen in die Schweiz, die dann nicht versteuert wären.
Und die anderen Dinge könnte man diskutieren, aber es bräuchte halt einen offenen Dialog. Und den sehe ich im Moment zu wenig. Einen offenen Dialog von wem? Also von der Bankiervereinigung? Oder? Ja, von der Bankiervereinigung, von der ganzen Bankenbranche. Ich meine, es ist ja eigentlich schon jetzt auch charakteristisch, dass wir da sitzen, Herr Zwan von einer vorbildlichen Bank, Herr Telisklav als Geldwäscheexperte und ich. Und wir sprechen darüber, ohne quasi die Vertreterinnen und die Vertreter in einem angemessenen Maße da muss ich gleich einhaken und sagen, wir hatten den Präsidenten der Bankiervereinigung eingeladen in der Sendung und er hat dann wieder abgesagt. Und das ist vielleicht symptomatisch, weil was mir fehlt, gerade in der Diskussion um den automatischen Informationsaustausch, wieso hören wir nicht eine Stimme aus der Branche, die sagt, wir finden das richtig und gut, weil das ist ein durchaus nützliches Instrument zur Steuerbekämpfung und wir finden richtig, dass das stattfindet. Was wir hören ist, es ist teuer, wir machen es nur, weil es von uns verlangt wurde und wir können halt nicht anders und so weiter. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel, der findet statt, das ist gut, aber er wird erst dann nachhaltig und zum Kultur auch einer Bank, wenn wir sagen, das ist völlig richtig und völlig selbstverständlich, dass wir es tun. Und dann haben wir die Diskussion auch nicht, mit und welchen Ländern wir es tun. Wenn Sie richtig verstehen, sagen Sie sogar, dass es im Geschäft vielleicht sogar ein Vorteil ist. Natürlich. Herr Zwalen spart Geld, indem er, wenn er Kunden hat, die aus AIA-Ländern sind, weil sie können sich anrechnen lassen, dass diese Kunden wahrscheinlich viel geringere Steuerrisiken haben. Und dafür brauchen sie dafür weniger. Sie brauchen es immer noch, weil was Sie nicht wissen, trotz AIA ist, wo das Geld herkommt. Das können immer noch versteuerte Drogengelder sein. Also das Problem ist noch nicht gelöst mit dem AIA, aber es leistet einen wichtigen Beitrag. Heute als Banker würde ich sagen, natürlich soll man das machen, man soll es mit allen Ländern machen. Als Bank würde ich sogar sagen, wir müssen es im Inland machen. Also ich muss Ihnen sagen, unabhängig davon, wer heute die Branche vertritt in dieser Diskussionsrunde, ich tausche mich sehr viel aus mit der Branche und ich treffe also kaum jemanden, der in Frage stellt, ob der automatische Informationsaustausch jetzt eine gute Sache ist für die Zukunft oder nicht. Er ist Realität. Man hat sich schon lange damit abgefunden und man hat begonnen, die Geschäftsmodelle neu auszurichten. Wo Sie mir aus dem Herzen sprechen, Herr Leins, ist, dass wir einen Dialog brauchen. Die Rahmenbedingungen, die Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Finanzplatzes ist eine Grundvoraussetzung, um diese starke Position, die wir haben als Vermögensverwaltungsstandort, auch in Zukunft zu erhalten. Und was wir brauchen, ist die Unterstützung und die Zusammenarbeit sämtlicher Finanzmarktakteure. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass eben die Branche mit den Regulierungsbehörden, mit der Politik, mit der Wissenschaft, aber auch mit der Gesellschaft insgesamt in Dialoge treten muss. Das passiert auch. Ich bin seit vielen Jahren Vorstand des Zürcher Bankenverbandes. Wir treffen uns regelmäßig mit Politikern, mit Vertretern von Behörden, mit Vertretern aus der Gesellschaft, übrigens von allen politischen Couleurs, um diesen Dialog zu führen. Also mehr Offensive, mehr in die Offensive gehen und den Dialog führen. Vielleicht ist hier gerade eine Frage von einem Zuschauer, die über Twitter hereingekommen ist. Es geht da um die Zusammenarbeit zwischen den Banken. Welche Synergien in der Zusammenarbeit zwischen Banken liegen noch brach? Wo gibt es noch Möglichkeiten? Also im Dialog haben Sie schon mal gesagt, Da gibt es noch einige Möglichkeiten. Aber sonst in der Zusammenarbeit? Es gibt sehr viele brachliegende Synergien. Und die steigenden Kosten und der Margendruck führt auch dazu, da bin ich überzeugt, dass diese Synergien schrittweise realisiert werden. Wo liegen sie? Sie liegen darin, dass heute nach wie vor viele Institute die ganze Wertschöpfungskette selber abdecken. 80% der Wertschöpfungskette sind aber nicht geeignet, um sich zu profilieren gegenüber dem Endkunden. Ein Beispiel: die Wertschriftenverarbeitung, der Zahlungsverkehr, das IT-Management. Aber auch Dinge im Bereich der Compliance. Der Kontoeröffnungsprozess ist nicht geeignet, um sich zu profilieren gegenüber dem Kunden. Das sind Bereiche, wo die Branche sich insgesamt zusammentun könnte oder noch mehr zusammentun könnte, um Synergien zu nutzen. Es gibt einige Beispiele von Transaktionsbanken, die für mehrere Kundenbanken solche Dienstleistungen anbieten. Wir haben übrigens vor 10 Jahren ein solches Institut gegründet. Das wäre übrigens auch die Bekämpfung von Kriminalität eine Gemeinschaftsaufgabe. Ich sehe eine viel höhere Bereitschaft heute bei Banken zusammenzuarbeiten, mit den Behörden zum einen, aber auch untereinander. Leider haben wir da noch ein paar rechtliche Bestimmungen, die diese Zusammenarbeit zwischen den Banken leider immer noch
immer noch behindern. Und das ist immer noch das Bankgeheimnis. Wahrscheinlich ein falsch verstandenes Bankgeheimnis. Aber Sie dürfen, wenn Sie einen Kunden loswerden, mit dem Sie nicht mehr, über den Weg trauen, dann dürfen Sie, und Sie sehen, er geht zu einer anderen Bank, dann dürfen Sie die andere Bank immer noch nicht warnen davor. Und da glaube ich, da gibt es noch einiges zu diskutieren, wo eigentlich Behörden und Banken sehr, sehr ähnliche Interessen haben. Das ist noch eine interessante Frage, wenn Sie jetzt gesagt haben, er darf nicht warnen. Darf eigentlich eine Bank, wenn sie jetzt sieht, dass da jetzt wegen dem automatischen Informationsaustausch Gelder abgezogen werden und die werden irgendwo überwiesen, irgend in ein komisches Land, muss man dann eine Meldung machen als Bank oder ist man dann völlig aus dem Schneider? Also, Sie müssen und dürfen eine Meldung an die Behörden machen. An die Geldwäschereimeldung, das sind die Dinge, die wir bekommen. Sie dürfen aber zum Beispiel, dass nicht die andere Bank, die Empfängerbank ist, der dürfen Sie das nicht sagen. Und das sind schon noch Dinge, die wir noch angehen können. Sprechen wir noch mal über Privacy. Wir haben ja davon gesprochen, das Bankgeheimnis hatte durchaus auch gute Gründe. Aber welche Rolle spielt eigentlich Privatheit noch in Zukunft? Stefan Leins, weil wir leben in einer Welt der totalen Transparenz, alles ist auf Facebook, alles ist einsehbar. Hat in Zukunft dieser Privatsphäre-Gedanke, hat er noch eine Zukunft oder vielleicht noch eine größere Zukunft, wenn alles transparent ist, hat vielleicht das andere wieder mehr Reiz oder wie sehen Sie das? Ja, ist eine gute Frage. Also was ich ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in 10, 20 Jahren aussieht, aber was ja definitiv der Fall ist, dass wir diese Privatsphären-Diskussion, die haben wir eben nicht nur im Banking, die haben wir in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, Sie haben es angesprochen, Social Media und so weiter. Auch hier, glaube ich wieder, würde eben ein Dialog zwischen Banken und Gesellschaft oder quasi diese Diskussion der Privatsphäre eben in einem größeren gesellschaftlichen Kontext könnte der Bank eigentlich den Banken eigentlich nur nützen im Sinne von eben, das sind keine in sich abgetrennte Diskussionen. Wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. Wir sehen, Dialog ist wichtig. Mir geht es eigentlich ein bisschen darum, noch herauszufinden, was sind eigentlich noch die Vorteile, die der Schweizer Finanzplatz für die Zukunft hat, im Blick eben auf die Zukunft. Wir sind jetzt ein bisschen in der Zukunft angelangt. Also wir haben ja große Konkurrenz, auch von anderen Finanzplätzen, Singapur, Hongkong und so weiter. Wir sind noch die Nummer eins. Aber welche Vorteile hat eigentlich ein Kunde noch, wenn er auf den Schweizer Finanzplatz geht? Ich bin sehr froh für diese Frage, weil wir haben jetzt sehr, sehr lange über einen Aspekt des Finanzplatzes Schweiz gesprochen. Und das ist dieses Bankkundengeheimnis. Aber es hat abgesehen davon, übrigens auch in der weiten Vergangenheit, zahlreiche Elemente gegeben, die die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz und auch einzelner Institute ausgemacht hat. Das ist die Stabilität der Volkswirtschaft, der Währung, die Berechenbarkeit des politischen Systems, manchmal auch etwas die Trägheit der direkten Demokratie, die durchaus auch Vorteile haben kann. Es ist die sehr hohe Qualität, Beratungskompetenz, die wir hier in der Schweiz haben und die viele Kunden nach wie vor anzieht. Was klar ist, der Wettbewerb, gerade auch mit ausländischen Märkten, ist deutlich intensiver geworden, weil viele Kunden ihre Gelder eben auch im Heimmarkt verwalten lassen. Damit sind wir auch in direkter Konkurrenz mit den ausländischen Banken. Da sind andere Dinge, die plötzlich wichtig werden, zum Beispiel die Performance der angelegten Gelder oder der Service. Mhm. Aber sind da die Schweizer Banken wirklich so gut? Also wenn man so die Performance anschaut, im Vergleich, was so andere Banken machen, würde ich sagen, Mittelmaß bestenfalls für die Schweizer Banken. Die sind nicht wirklich so super gut im Anlegen von Geldern, oder? Doch, also da würde ich widersprechen, wobei man das schwer verallgemeinern kann. Ich meine, man kann nicht einfach sagen, die Performance im Schweizer Finanzmarkt ist so oder so. Aber es gibt Studien, wo man Vergleiche macht, auch ausländische Banken, inländische Banken. Aber das ist sehr, sehr schwierig, auf diesem aggregierten Niveau zu diskutieren. Ich glaube, was mir geht es nur um die Frage, sind wir wegen dem Bankgeheimnis auch ein bisschen das, was Herr Bär ja mal gesagt hat, wir sind fett und impotent geworden. Wir haben uns zu lange ausgeruht auf einen Wettbewerbsvorteil, der jetzt weg ist. Und von daher vielleicht auch nicht so die Strukturen aufgebaut, die es bräuchte, um heute wirklich bei der Performance, beim Service, bei der Digitalisierung ganz vorne mitzumischen. Ich würde nicht sagen beim Service, aber wir sind sicher etwas träge gewesen in der Vergangenheit, weil die Rahmenbedingungen im Banking über sehr lange Zeit relativ stabil geblieben sind.
Was aber entstanden ist über Jahrzehnte, ist eine Dienstleistungskultur. Und die ist sehr eng verwandt mit den klassischen Tugenden der Schweiz. Dinge wie Präzision, Zuverlässigkeit, auch das sich selber zurücknehmen und dem Kunden zu dienen. Und das sind lustigerweise Themen, die uns vor allem von ausländischen Kunden regelmäßig attestiert werden. Und ich glaube, da müssen wir aufbauen. Was auch wichtig ist, ist, dass wir Innovation betreiben. Und wir müssen die Strukturen, die zum Teil etwas träge sind, ändern. Wir müssen offen sein für Neues. Wir müssen auch offen sein für Kooperationen, gerade kleinere Banken wie Merky Baumann, um eben auch die Geschäftsmodelle weiterentwickeln zu können. Und in Zukunft gibt es eine neue Herausforderung, das ist die Digitalisierung. Jede Branche ist davon betroffen, auch die Bankbranche. Und dazu gleich noch ein Statement aus der ECO-Spezialsendung. Boris Collardi spricht da, er war bis vor kurzem noch Chef von Julius Baer, hat jetzt gewechselt, im nächsten Jahr wird er Teilhaber bei Pictet, einer Genfer Privatbank. Und er spricht hier jetzt über die Herausforderung der Digitalisierung. Alles rundherum im Ökosystem zwischen der Kunde und der Anlageberater wird digitalisiert sein und es wird eigentlich sogar möglich sein für den Kunde, dass er nie mehr mit irgendjemandem spricht. Aber ich glaube, Menschen suchen den Kontakt, wollen Ideen, vielleicht manchmal Unsicherheiten diskutieren oder ausdiskutieren und dafür werden wir weiterhin eine sehr starke Beratungskompetenz im Zentrum stellen. Man könnte eigentlich allein alles digitalisieren, sogar der Mann an der Front oder die Frau. Möchten Sie jetzt als Kunde noch von einem Menschen quasi betreut werden oder wäre Ihnen auch ein Roboter recht? Also ich gehe das jetzt mal nicht als Kunde, sondern als Ethnologe wieder an. Ich bin sehr froh, dass Herr Collardi hier jetzt eben die Rolle des Menschen, der Menschen anspricht, weil es ist natürlich so, also die Finanzmärkte, das ist menschengemacht, das ist nichts mehr als das die Kumulation aller Menschen, die da irgendwie eben ihre ganz verschiedenen Aufgaben machen in diesem Markt. Und bei der Kundenberatung, das finde ich übrigens auch im Film sehr schön herausgearbeitet, es ist natürlich eben, es ist ein People's Business, also quasi es braucht Menschen, die im persönlichen Kontakt zueinander stehen. Und da glaube ich schon, also da gehe ich nicht davon aus, dass die Digitalisierung jetzt da irgendwelche nur noch digitale Kundenberaterinnen und Kundenberater. Aber inzwischen kaufen wir ja sogar Schuhe mit dem Handy online. Ja, können aber wir nicht in Zukunft auch unser Geld, was ja eigentlich noch fast einfacher ist zu verwalten, als Schuhe zu kaufen? Ich glaube eben, das Geschäft mit dem Geld ist doch noch ein bisschen komplexer als Schuhe kaufen. Mhm. Es hat auch sehr viel, das ist meine Ansicht, damit zu tun, dass eben die Zukunft der Märkte eben unsicher ist, sehr schwierig vorauszuschauen. Und da braucht es eben Leute, die im direkten Kontakt Geschichten, Narrative kreieren. Wo könnte es hingehen? Was sind die Unsicherheit? Und spannend, und das ist übrigens in meiner Forschung auch stark im Vordergrund gewesen, spannend dabei ist, dass am Schluss gar nicht so stark dieser Performance-Gedanke zählt, sondern viel eher eben halt wirklich das Vertrauen zwischen Menschen und quasi diese sinnstiftenden Narrationen, Geschichten, die eben im Kontext des Finanzmarktes auch aufgebaut werden. Da kommt der Film in den Sinn, wo er immer sagt, it's all about storytelling. Genau. Auch hier, man muss eine Geschichte erzählen dem Kunden, man muss eine Story haben, auch eine Investment-Story. Sehen Sie das auch so? Oder könnte man nicht doch darauf hintendieren und sagen, diejenigen, die Leute, die heute Digital Natives sind, also die 20, 30, 40-Jährigen, die wollen doch nicht mehr mit ihrem Private Banker essen gehen oder in die Oper gehen und so. Das ist doch alles von gestern. Also vielleicht wollen sie nicht mehr mit ihm in die Oper gehen oder zum Essen, aber was wir feststellen, das vielleicht auch, aber was wir feststellen auch bei jüngeren Kunden ist, dass durchaus ein Bedarf vorhanden ist, sich selber auszutauschen. Und ich glaube, der Unterschied zwischen dem Schuhverkauf und dem Banking ist es eben, dass Vermögensfragen oftmals emotional sind. Wenn Sie jemanden ganzheitlich beraten wollen, dann müssen Sie viel wissen über die Lebensumstände, über die Familie, aber auch über die Zukunftspläne. Und unsere Erfahrung ist es, dass selbstverständlich immer mehr digitale Kanäle benutzt werden. Das wird auch die Zukunft sein. Expertensysteme werden vermehrt eingesetzt. Aber daneben, da sind wir überzeugt,
braucht es das Element des Menschen. Das Anforderungsprofil des Beraters wird sich aber verändern. Er wird vermehrt zum Sparringpartner, der mit Kundenthemen diskutiert, auf Augenhöhe und über die Zeit zur Vertrauensperson wird. Aber man könnte auch sagen, ja, das Private Banking hat auch ein bisschen ein Altersproblem. Also die Kunden im Private Banking, auch bei Ihnen, die sind so um 70 rum, viele davon. Und es gibt relativ wenig junge Kunden. Und natürlich haben 70-Jährige wahrscheinlich jetzt nicht, da ist nicht die Digitalisierung das vordringlichste Problem. Aber vielleicht bei einem 40- oder 30-Jährigen schon. Und Sie müssen ja diese 40-Jährigen auch reinholen in die Bank. Oder vielleicht die Söhne und Töchter dieser 70-Jährigen. Und wie wollen Sie das schaffen? Also das ist absolut richtig. Und da laufen auch viele Privatbanken etwas Gefahr, dass sie zu spät sich mit Digitalisierung aktiv befassen. Weil die bestehenden Kunden, die die großen Teile des Vermögens haben, fordern diese Veränderung nicht unbedingt ein. Wir befassen uns sehr proaktiv mit diesem Thema, sind uns bewusst, wir müssen die Kundenbasis erneuern, weil jedes Jahr Kunden wegsterben. Es gibt Erbteilungen, Leute kaufen Immobilien und wir müssen die Kundenbasis erneuern. Wir tun das, indem wir die Individualität sehr stark in den Vordergrund rücken, indem wir direkt sprechen mit der nächsten Generation. Das können Nachkommen sein von bestehenden Kunden, es können aber auch neue Kunden sein, für die wir Erlebnisse schaffen, um überhaupt in Kontakt zu treten mit ihnen. Beispielsweise haben wir vor kurzem einen Anlass gemacht im Bereich künstliche Intelligenz und sind über diesen Kanal mit jüngeren Kunden oder potenziellen Kunden in Kontakt geraten. Wir investieren in zahlreiche Digitalisierungsthemen. Mobile Banking, Weiterentwicklung des E-Bankings ist ein Thema. Wir befassen uns mit Big Data. Es ist ja interessant, dass in anderen Branchen viele Anbieter seit Jahrzehnten, gerade in der Konsumgüterindustrie, mit Big Data enorm viele arbeiten und die Individualität ihres Angebots erhöht haben. In der Bankbranche ist das noch nicht so verbreitet. Das ist ein Bereich, wo wir intensiv dran arbeiten. Also die Digitalisierung wird kommen, sie wird unaufhaltsam sein, sie wird Chancen und Risiken bergen, sie wird weitergehen, als wir, glaube ich, jetzt noch meinen. Also wir hoffen vielleicht, dass es nicht so weit geht. Ich glaube, dass die Digitalisierung aber dann gelingen wird und der Markterfolg gelingen wird, je früher wir damit anfangen. Und ich fürchte, je länger man braucht für diese Bereinigung der Altlasten und für dieses immer noch etwas Jammern, dass die Zustände vielleicht halt, dass das viel Geld kostet mit Compliance und AI und so weiter, uns davon zurückhalten. In Liechtenstein sind wir vielleicht ein Jahr, zwei früher dran und wir sehen jetzt, wie die Erträge der Banken ansteigen, die Gewinne ansteigen, zusätzliche Kunden kommen, digitale Produkte eingeführt werden. Also ich glaube, je länger, je schneller man aus der Vergangenheit herauskommt, desto schneller ist man auch wieder dran. Das muss man vielleicht noch sagen. Liechtenstein hat den automatischen Informationsaustausch schon 2017 eingeführt, also schon in diesem Jahr und ist jetzt ein bisschen voraus der Schweiz und auch mit den Erfahrungen. Und Sie sagen, das ist interessant, dass jetzt wieder Gelder kommen, nachdem man die Bereinigung gemacht hat, das eingeführt hat und eine gewisse Sicherheit auch da ist, dass jetzt wieder neue Gelder hineinfließen. Und zwar, weil die Kunden ja zu einem sauberen Finanzplatz kommen wollen. Das ist doch das A und O, das ist Vertrauen. Sie haben dieses Wort erwähnt. Und ich will einer Bank vertrauen, der ich mein Geld gebe. Und wenn eine Bank Regeln verletzt, selbst angeblich zu meinen Gunsten, dann verletzt sie vielleicht auch andere Regeln, zum Beispiel in der Vermögensverwaltung. Also ich glaube, Integrität und Sauberkeit ist die Grundlage des zukünftigen Businessmodells. Alles andere wird nicht mehr funktionieren. Aber Sie haben vorhin auch gesagt, vielleicht geht die Digitalisierung weiter, als man sich das heute vorstellen kann. Ich habe diese Woche auf Finews eine Studie gesehen, wo es geheißen hat, eine interessante Studie, dass unter den vermögenden Kunden, diesen ganz Reichen, bereits jeder Dritte, hat es da geheißen, auf eigene Faust investiert und dabei auf Broker und digitale Vermögensverwaltungstools setzt. Also kann es sein, dass diese Privatbankenkultur irgendwann verschwinden wird, weil die Leute alle mit Fintechs investieren, mit diesen neuen Finanztechnologiefirmen? Ja, das mag natürlich sein. Und eben, also ich glaube schon auch, die Digitalisierung, da wird noch so vieles kommen, was Sie jetzt noch nicht voraussehen können. Aber eben, wie gesagt, ich habe es bereits erwähnt, meine Einschätzung wäre, dass quasi der Faktor Mensch
immer noch nach wie vor bei vielen Leuten, vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen Leuten über die Länge noch entscheidend sein wird. Also wenn man sich das anguckt, also die Fintechs, die Sie erwähnt haben, auch wenn wir an Blockchain denken und so, das mögen zwar Demokratisierungen von Bankenprozessen sein, aber sie finden nicht außerhalb der menschlichen Sphäre statt. Das sind auch wieder Leute, die Systeme mit Informationen speisen, die vielleicht einen Kontext schaffen, Videos machen, Anlagetipps generieren und so weiter. Also auch das sind nicht einfach menschenleere Räume. Aber doch die Frage Fintechs, kann es sein, dass die Fintechs die Privatbanken ersetzen? Im Moment hat man das Gefühl, viele Privatbanken, überhaupt Banken, arbeiten mit Fintechs zusammen. Es gibt auch so eine Umarmungsstrategie der Banken oder eine Kooperationsstrategie. Man versucht, die irgendwie an sich zu binden, weil die haben neue Ideen, die haben neue Technologien, die versucht man einzubinden. Aber könnte es nicht sein, dass die ihnen irgendwann das Wasser abgraben mit ihren Robo-Advisors, wo also dann eben der Roboter die Anlageverwaltung vornimmt, dass die irgendwann einmal mit ihren Chatbots, mit ihren Robotern die Fragen beantworten, sie aus dem Markt drängen? Ich glaube, es kommt darauf an, wie sich die Banken in diesem Umfeld bewegen. Und für uns sind Fintechs nicht in erster Linie eine Bedrohung, sondern eine sehr interessante Innovationsquelle. Und deshalb sind wir auch der Meinung, wir müssen auf Kooperation setzen. Weil die Banken sind sicher nicht die großen technologischen Innovationen hervorbringen werden, sondern wir müssen schauen, gibt es auch disruptive Technologien, die in unser Geschäftsmodell passen könnten. Was ich beobachte, ist, dass es viele interessante technologische Ansätze gibt. Es fällt den Fintechs aber schwer, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, weil Kunden halt oftmals Stabilität wünschen und da ist ein etabliertes Institut ein wichtiger Garant für diese Stabilität. Und umgekehrt hat die Bank die Kunden, der Fintech braucht Kunden, um das Geschäft weiterzuentwickeln. Und da können sich spannende Synergien zusammenarbeiten. Wir müssen schon zum Schluss kommen. Ganz kurze Schlussrunde, Herr Telesklav. Der Schweizer Privatbankenplatz in 10 Jahren, wie sieht er aus? Größer oder kleiner als heute? Vielleicht weniger Institute, vielleicht etwas größere Institute auch zu diesen Herausforderungen begegnen werden. Aber es wird immer noch ein Platz sein, dem die Leute vertrauen weltweit. Dieses Vertrauen wurde nicht verspielt. Das ist etwas angeschlagen und dieses Vertrauen wird immer noch die Grundlage sein. Also wenn ich mein Geld in Sicherheit haben will, dann komme ich immer noch in die Schweiz und das wird auch in 10 Jahren noch sein. Oder noch nicht. Sehen Sie das auch so, Herr Leins? Ich sehe das in dem Sinne auch so, weil was ja bei dieser Bankgeheimnisdebatte ja dann oft vergessen geht, ist, dass über 50% der angelegten Vermögen sind ja Schweizer Gelder. Und da gibt es gute Gründe, quasi, dass jetzt Schweizerinnen und Schweizer das Geld selbst in der Schweiz behalten. Also das kann zu einer Reduktion führen, aber sicher nicht so, dass, und glaube ich auch auf internationaler Ebene, es ist nicht so, dass die Schweiz die Schweiz da eigentlich das Vertrauen komplett verspielt hat. Es bleibt einfach zu hoffen, dass das wirklich quasi, dass man da an den richtigen Orten wirklich ansetzt und dass man die Debatten, die Diskussionen, die diskutiert werden müssen, dass man die wirklich in Angriff nimmt. Der Dialog führen ist ganz wichtig, haben wir gehört. Herr Zwan, gibt es in 10 Jahren Merky Baumann noch oder wird die Bank irgendwie aufgehen in einer Grossbank oder in einer großen Vermögensverwaltungsbank, die irgendwie an der Börse ist? Ich bin überzeugt, dass es unsere Bank noch gibt. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, wie sie genau ausschaut, weil die Rahmenbedingungen so verschiedenartig sind und so viel Dynamik vorhanden ist, dass wir vor allem eines tun müssen. Wir müssen flexibel bleiben, um uns auf die verschiedenen Kundenbedürfnisse und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausrichten zu können. Wenn das gelingt und wenn auch der Dialog mit den Finanzmarktakteuren stattfindet, wir die Wettbewerbsfähigkeit als schweizerischer Finanzplatz aufrechterhalten können, bin ich überzeugt, dass es nicht nur uns geben wird, sondern zahlreiche weitere agile Privatbanken in der Schweiz. Also es gibt viel zu tun, haben wir gesehen, vor allem den Dialog fördern. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Wir können zu Hause weiter mitdiskutieren oder weiter diskutieren über Twitter und Facebook. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Noch der Hinweis, die nächste Eco-Talk-Sendung ist dann am 22. Januar. Eine besonders interessante Sendung mit dem Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank, mit Thomas Jordan, und dem Präsidenten der UBS, Herrn Weber. Und die nächste Eco-Sendung am 8. Januar, dann nach den Feiertagen. Jetzt folgt hier die Tagesschau. Ich wünsche Ihnen schöne Festtage und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.